Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast-Episode Nummer 118. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Juri Sütjajews und schön, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode verrät uns Christian Vetter drei einfach zu züchtende Futtertiersorten und warum Futtertiere bei einer ausgewogenen Ernährung unserer Aquarienfische auf keinen Fall fehlen sollten. Futtertiere sind besonders bei der Aufzucht von Jungtieren notwendig, da oftmals in den ersten Wochen noch kein anderes Futter angenommen wird. Christian ist leidenschaftlicher Aquarianer und züchtet regelmäßig unterschiedliche Fischarten. So ist ihm vor kurzem die Zucht des Dario Black Tiger gelungen. Die Darios sind absolute Futterspezialisten und brauchen unbedingt Lebenfutter für eine dauerhaft erfolgreiche und artgerechte Haltung. Aus diesem Grund hat Christian immer Lebenfutter parat und weiß, dieses schnell und einfach zu vermehren. Hallo Christian und herzlich willkommen. Hallo Juri und vielen Dank für die Einladung. Christian, unser heutiges Thema ist Futtertiere selber züchten und warum diese bei einer ausgewogenen Ernährung unserer Aquarienfische auf keinen Fall fehlen sollten. Du bist hier, weil du der Experte bist. Darf ich das so sagen? Dankeschön für das Kompliment. Christian, du züchtest ja Fische und entsprechend hast du dann immer Futtertiere parat, ne? Ist das richtig? Ja, genau. Also ich habe vor ungefähr 3-4 Jahren angefangen, mir einen kleinen Zuchtkeller aufzubauen und habe mich dann natürlich auch mit der Fütterung der Tiere halt intensiver beschäftigt und bin dann auf das Lebenfutter gestoßen, was man den Tieren da alles so geben kann, so Gutes tun kann. Christian, kannst du dich noch erinnern, welche Futtertiere du als erstes und wann gezüchtet hast? Ja, also angefangen hat die ganze Sache mit den Enchidren, mit denen hatte ich es halt versucht am Anfang, einfach gelesen, das ist das super Futter und das kann man seinen Tieren geben und dann vermehren die sich schon wie alleine. Okay, und warum hast du damit damals angefangen? Also wahrscheinlich hast du irgendwas gezüchtet? Genau, also mich haben schon immer die Panzerwälze, die Corydoras, fasziniert und die wollte ich wirklich vermehren und da kam halt der Hinweis, Enchidren, die sind eiweißhaltig, Fettgehalt ist gut, damit kann man die Tiere super konditionieren. Es gibt einen schönen Laichansatz und wäre dann ganz einfach, die Tiere zu vermehren. Ja. Okay, und konditionieren ist, glaube ich, ein Fachbegriff dafür, die Tiere eben in Laichstimmung zu bringen, indem man ihnen über einen längeren Zeitraum bestimmte Wasserwerte eben macht und die entsprechend füttert, ne? Richtig? Genau so ist es, also praktisch in Paarungsbereitschaft zu versetzen. Genau, das ist wie bei uns so ein Candlelight-Dinner oder so. Ja? So ist ähnlich, genau. Ist es dir damals schwer gefallen? Ja, also ich habe mir einfach ein paar Enchidren besorgt im Handel, jetzt hier in diesen Tüten, die mit Wasser gefüllt sind, habe die dann auf eine Erde gesetzt und habe sie versucht einfach mit Toastbrot und ein bisschen Joghurt zu vermehren und so dann später zu verfüttern. Und da bin ich dann doch recht kläglich am Anfang gescheitert, sodass ich mich einfach tiefer in das Ganze eingelesen habe, um rauszubekommen, wie funktioniert das, dass man da regelmäßig Tiere entnehmen kann und einen schönen Ansatz von Enchidren halt einfach hat. Okay, und wie sieht es heute aus? Welche Futtertiere züchtest du und warum? Also es sind etliche Tiere dazugekommen, im Sommer ganz einfach noch die Mückenlarven, die ich halt einfach aus der Regentonne mir einfach entnehmen kann. Im Frühjahr, wenn es noch kalt ist, sind Cyclops, dann kommen die Wasserflöhe dazu, die Moinas, Kindal, ein kleinerer Wurm für kleinere Fische. Klar, die Enchidren sind geblieben, das habe ich rausbekommen, wie das funktioniert. Es sind Rettichtierchen dabei, Pantoffeltierchen, Essigälchen und Mikrowürmchen, um kleinere Fische und die Jungbrut zu füttern. Natürlich auch Artemia ganz wichtig. Und das ist so das Haupt, was ich den Tieren einfach gebe, um da eine Abwechslung einfach denen geben zu können. Ja. Und hast du alle immer permanent quasi in der Futtertierzucht?
In der Zucht ja, natürlich unterliegen die Tiere so ein bisschen Schwankungen. Also im Sommer hat man viel mehr Mückenlarven zur Verfügung und auch die Wasserflöhe sind mehr vorhanden. Und im Winter geht es dann schon ein bisschen mehr in die Wurmrichtung halt rein, weil die kann man einfach stabiler bei den Temperaturen vermehren. Und so schwankt das auch so ein bisschen, wie es halt in der Natur sein soll auch. Ja, ja, also ein Großteil von den Tieren, von den Lebensfuttertieren habe ich halt einfach mir besorgt, weil ich mich an die Darius, speziell da die Black Tigers dran gemacht habe. Die wollte ich halt unbedingt vermehren und das ist einfach Voraussetzung, dass ich Lebendfutter ständig zur Verfügung habe. Denn diese Tiere, also die ganzen Blaubarsche, Schwarzbarsche, fressen nur Lebendfutter. Die gehen mir einfach nicht an das Trockenfutter, das Flockenfutter, Granulat und auch ganz, ganz schlecht nur an das gefriergetrocknete Futter dran, sodass ich einfach Lebendfutter brauche und mir einen großen Vorrat an verschiedenen Lebendfuttertieren besorgt habe. Mhm. Dario, das sind, glaube ich, diese ganz kleinen, wirklich echt süß aussehenden Fischchen, richtig, ne? Genau, also das sind circa 3 Zentimeter große Barsche in Blau und Rot, die gestreift. Also ich habe halt diesen Black Tiger, diese Unterart, mir da ausgesucht, die ich halt vermehre und das ist ein kleiner, süßer Barsch, den ich in Aquarien mit 54 Litern mit 2 Paaren sehr gut halten kann und ja, einfach ein super faszinierender, interessanter Fisch. Okay, und hast du da auch welche zur Abgabe? Oder züchtest du nur für dich privat? Naja, also glücklicherweise hat das funktioniert. Vielleicht hat es ja was mit dem Lebendfutter einfach zu tun gehabt, dass die Tiere sich so wohl gefühlt haben und ist mir also gelungen, da eine gewisse Anzahl Tiere zu vermehren und kann die mittlerweile auch abgeben, ja. Okay, aber wir werden ja nachher am Ende nochmal darauf zu sprechen kommen, wie man dich erreichen kann. Lass uns kurz zu unserer Ursprungsfrage und dem Thema der Episode kommen. Warum sollten Futtertiere bei einer ausgewogenen Ernährung unserer Aquarienfische auf keinen Fall fehlen? Also ich mache es hauptsächlich wegen der Abwechslung mittlerweile. Die Tiere, je nachdem, was ich halt verfütter, sind ballaststoffreich oder vitaminreich, eiweißhaltig, die Enchytränen halt fetthaltig. Und so habe ich die ganze Palette an wichtigen Nährstoffen, kann ich einfach abdecken. Es ist ein aktives Füttern für die Fische. Die gehen richtig auf die Jagd, wenn sie das erste Mal halt das Futter gesehen haben, mitbekommen haben, wie attraktiv das halt ist für die Fische. Da geht's richtig auf die Jagd. Und auch einen Riesenvorteil halt gegenüber dem Flockenfutter. Ich habe keine Angst, dass ich mal zu viel reinschütte, einfach von dem Futter und mir das vergammelt, dadurch dann die Wasserwerte einfach schlechter werden, weil das Futter lebt, das lebt weiter und die Tiere, wenn sie dann wieder Hunger bekommen, nehmen sich das nächste Futtertier und so leidet die Wasserqualität im Aquarium, also durch das Futter überhaupt nicht. Mhm. Cool, also das ist ja echt so, ja, praktisch, ne? Also da überlebt halt was von dem Futter. Also ich denke mal, zu viel sollte man da auch nicht reinmachen. Aber genau. Wenn man nicht alles aufgegessen wird, liegt es nicht gleich auf dem Boden, sondern, keine Ahnung, versteckt sich. Genau, richtig. Also gerade bei den Wasserflöhen und auch bei den Mückenlarven ist das sehr, sehr einfach. Und wenn man dann mal ein langes Wochenende vielleicht auf Reise ist, dann gibt man ein bisschen mehr rein und weiß, die Tiere sind gut versorgt und der Nachbar kommt nicht vorbei und schüttet einem die halbe Tonne, Tüte Trockenfutter ins Wasser rein und man hat dann, wenn man wiederkommt, dann ein umgekipptes Aquarium. So sind die Tiere versorgt über 3-4 Tage ohne Probleme. Und okay, also kann wir wollen getrost jetzt in den Kurzurlaub gehen. Okay, wir wollen jetzt nicht gleich von so einem Horrornachbar ausgehen. Und für unsere Zuhörer, das sind ja jetzt eher, sage ich mal, keine so passionierten Züchter wie du, das sind ganz normale Aquarianer. Ich denke mal, da gehört auch die das Granulat oder das von dir erwähnte Trockenfutter sicherlich auch dazu. Und da kann nicht jeder quasi von heute auf morgen umstellen. Wir wollen jetzt auch keinen bekehren.
Ich denke mal, man kann da gut einen Mix machen, ne? Aus eben solchen Trockenfutter, also wie so Vollfutter sozusagen, wo alles irgendwie drin ist, und Lebenfutter. Wie würdest du das, sage ich mal, kombinieren? Genau, also man kann einfach den Tieren vielleicht mal so ein Häppchen 1 bis 2 Mal die Woche vielleicht erstmal reichen an Lebendfutter und füttert sie sonst mit einem guten Granulat oder Flockenfutter, das ist ja kein Problem. Und dann gibt man ihnen halt, wie gesagt, diesen Jagdtrieb. Und vielleicht einfach ja im Sommer, wer ein Haus hat oder einen kleinen Teich oder irgendwo vielleicht auch wieder bei dem Nachbarn eine Regentonne zur Verfügung hat, da einfach vielleicht mal mit dem Kescher reingeht und guckt, was da sich so alles im Frühjahr und im Sommer angesammelt hat und das abfischt und dann einfach mal seinen Tieren zur Verfügung stellt, das mal zu probieren. Okay, jetzt kenne ich mich zum Beispiel überhaupt nicht aus, und wenn ich da aus der Regentonne irgendwas rausfische, laufe ich dann nicht Gefahr, vielleicht etwas Unerwünschtes ins Aquarium einzuschleppen? Also in der Regentonne sind ja normal auch keine Fische drin, sollten nicht drin sein, dürfen nicht drin sein, sodass ich fast eigentlich alles rausnehmen kann aus der Regentonne. Ein bisschen aufpassen würde ich bei Libellenlarven, das ist natürlich ein räuberisches Insekt in dem Stadium. Und da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Vielleicht einfach den Kescher vorher in einem Glas ausspülen mit Wasser. Und dann hat man so einen Überblick und sieht, ob da hauptsächlich halt die Mückenlarven, schwarze Mückenlarven, vielleicht sind auch Wasserflöhe drin, wenn es noch nicht so warm ist, der Cyclop mit drin ist. Und dann kann ich das den Fischen eigentlich bedenkenlos geben. Mhm. Also ich denke mal, eine Libellenlarve ist dann deutlich zu erkennen von den Futtertieren. Wir werden aber auch noch mal entsprechende Bilder bei uns in die Shownotes reinpacken. Christian, welche Futtertiere sind besonders für Anfänger gut geeignet? Ich würde sagen, sehr gut geeignet sind die Artemia, also die Artemia-Nauplien. Die kann man im Salzwasser sehr gut erbrüten, braucht dafür eigentlich nur Wasser mit Salz versetzen, ungefähr 20 Gramm Salz braucht man da dazu. Ich gebe ganz gerne noch einen Gramm Natron pro Liter mit dazu, um den pH-Wert auf über 7 zu bekommen. Und dann gebe ich einfach die Eier dazu, belüfte das für 24 bis 36 Stunden und dann kann ich die kleinen Artemia-Nauplien entnehmen über einen Sieb und gebe die dann direkt zu den Fischen rein. Das ist ein super Futter, wo so ziemlich jeder Fisch drauf steht. Also ich kenne keinen, der sich über diese kleine Mahlzeit nicht freut. Ja, obwohl die Tiere, wenn sie geschlüpft sind, die Artemia-Nauplien doch sehr klein sind. Alle Salmler, Lebendgebärenden fressen die wirklich sehr, sehr gerne. Okay, das kann man auf jeden Fall als Anfänger versuchen. Ja, und du hast jetzt vom Natrium oder Natronlauge, glaube ich, gesprochen. Das klang so ein bisschen wissenschaftlich, aber da gibt es sicherlich auch irgendwie so fertige Kits oder sowas, die man im Fachhandel erwerben kann. Gibt es da etwas? Genau, ja, also es gibt von JBL oder von Hobby, da gibt es einmal die Eier rein als Eier und dazu dann noch Salz. Oder es gibt es auch schon fertig, dass man also das Salz mit den Eiern gemischt hat. Dann braucht man nur noch das Wasser aufsetzen, gibt dieses Salz-Eier-Gemisch dazu und wartet dann seine 24 Stunden oder 36 Stunden maximal. Und dann kann man die Artemia entnehmen. Das ist also kein Problem. Okay, und das Technische ist an diesem Set auch enthalten? Das ist auch alles enthalten, genau. Ja, gibt dann so Inkubatoren, heißt das. Das sind ja Flaschen, die mehr auf dem Kopf stehen. Da kann man das Wasser halt reinmachen. Gibt es von JBL, von anderen Herstellern, da gibt es genug am Markt, mit dem man sich da ausstatten kann, um so ein Startset laufen zu lassen. Okay, gut. Kommen wir dann zu den weiteren Futtertieren. Du hast ja jetzt die Artemia genannt. Welche anderen sind auch gut geeignet? Ich würde vielleicht noch den Grindalwurm dazu nehmen, weil der wirklich sehr einfach zu halten ist und
nicht unbedingt jeden Tag zu kontrollieren ist, sondern den gibt man alle 2 Tage ein bisschen Futter. Den hält man am besten auf einem Granulat. Also ich nutze dafür Seramis, was ich über Nacht einfach einweiche. Dann habe ich eine passende Feuchtigkeit in dem Granulat drinne und gebe dann einen Zuchtansatz dazu und fütter die dann alle 2 Tage. Und das ist eine ganz angenehme Geschichte. Das ist ein Wurm, der ist ungefähr so 2 Zentimeter groß. Einen halben Millimeter hat er ungefähr im Durchmesser. Und der wird auch sehr gerne von allen möglichen Fischen gefressen und ist wirklich leicht als Zuchtansatz zu halten. Okay, gut. Und dann hast du ja, glaube ich, gesagt, im Sommer immer mal so eine Regentonne oder so irgendwo rausfischen. Das ist dann eine weitere einfache Möglichkeit, an solche Tiere ranzukommen. Christian, wollen wir uns vielleicht ein Futtertier mal nehmen und systematisch deren Zuchtvorgang so durchgehen, Schritt für Schritt? Ja, gerne. Was liegt dir da besonders am Herzen? Oder welches Tier? Wir können es gerne mit dem Grindal, wobei da habe ich schon ein bisschen was dazu gesagt. Also ich selber lege halt dieses Seramis über Nacht ein im Wasser, ganz normales Leitungswasser. Und schon habe ich die passende Feuchtigkeit und tue dann dieses Seramis in kleine Plastikboxen, wo ich vorher Löcher reingemacht habe, damit die Tiere auch ein bisschen Sauerstoff bekommen. Okay. Reinlegen. Ich muss jetzt ganz kurz zwischengrätschen. Und zwar, ja. Das Seramis tust du quasi mit Wasser über Nacht einweichen lassen, überschüssiges Wasser schüttest du dann weg, richtig? Richtig, genau. Dass sie einfach nur weg, also. Genau, so eine innere Feuchtigkeit haben. Und dann hast du kleine Plastikbehälter. Wie groß sind sie? Kann man das irgendwie so? Alter, das können so 20 auf 10 Zentimeter und 5 Zentimeter in der Höhe, das reicht vollkommen aus. Okay, also alle möglichen Tupperdosen oder, weiß ich nicht, Haribos, Verpackungen, was es da alles gibt. Und die Löcher machst du wo rein? In den Deckel mache ich die rein. Also da nehme ich einen kleinen Bohrer oder eine Nadel und steche da einfach die Löcher rein, damit ich einen kleinen Luftaustausch immer noch habe. Okay, und brauche ich keine Angst haben, dass die Würmer abhauen? Nein, brauche ich nicht. Also die Grindal leben auf diesem Seramis und wenn die gut versorgt sind mit dem Futter und es keinen Sauerstoffmangel gibt, was ich durch die Löcher dann habe, dann wollen die auch nicht raus. Die flüchten mir also nicht aus der Box und ich muss sie dann irgendwie im Regal zusammenkehren. Das passiert mir nicht. Ist auch von der Geruchsbelästigung ist das schon keine Geruchsbelästigung vorhanden. Ist wirklich ein angenehmes Futtertier, was man geben kann. Genau, du hast ja jetzt dieses Seramis angefeuchtet in der Plastikbox mit Löchern. Wie geht es von da weiter? Also du brauchst von irgendwo dann so einen Zuchtansatz, richtig? Genau, also ich muss mir irgendwoher einen Zuchtansatz besorgen von befreundeten Aquarianern, vielleicht in einem Verein oder irgendeiner Internetseite, wo ich das dann auch mir besorgen kann. Und diesen Zuchtansatz nehme ich dann einfach und lege den oder verstreue ihn auf dem vorhandenen Seramis, was ich in die Box reingemacht habe. Und dann kriechen diese Würmchen von dem alten Seramis in das neue rein, weil ein bisschen besseres Klima für die Tiere dort vorhanden ist. Und schon habe ich meinen Zuchtansatz am Laufen. Muss gar nichts weiter machen. Dann halt regelmäßig füttern. Was kann man jetzt das? Über Haferflocken zum Beispiel machen, die man klein macht, oder Schmelzflocken. Wenn man möchte, kann man auch feines Fischfutter dazugeben, dass man das Flockenfutter einfach klein macht und darüber streut. Und das nehmen die Tiere dann auf, vermehren sich, werden immer mehr. Ich gucke halt, dass die Feuchtigkeit gleich bleibt. Im Notfall sprühe ich das Seramis wieder ein bisschen feucht und dann kann ich so ungefähr nach 2 Wochen die ersten Würmer dann auch schon aus dem Zuchtansatz entnehmen. Also ich würde jetzt gerne noch von dir wissen, wie viel ungefähr Futter und wie häufig ich da reinmachen muss.
Sonst kommt der Nachbar und schüttet die halbe Dose rein. Das hatten wir schon. Ja, da hast du recht, genau. Also so, dass ich auf dieses Ceramis eine Glasscheibe lege. Die ist ungefähr, hat die Hälfte von meiner Box, also so 10 auf 5 Zentimetern. Und da sammeln sich dann später die Kinderwürmchen an dieser Glasscheibe. Und was ich daraus entnehme, ich gebe immer einfach die gesamte Glasscheibe dann in das Aquarium. Die Würmer schwimmen praktisch von der Glasscheibe ab, werden abgespült. Und das ist schon die passende Menge, die die Fische innerhalb kürzester Zeit dann vertilgen. Okay, und dann nochmal zurück zum Futter, also diese Haferflocken oder Fischflockenfutter für die Grindelwürmer, also Futter für das Futter. Wie viel mache ich davon und wie häufig rein? Also reinmachen, ich mache immer so 2-3 Prisen, dass das Ceramis so gerade bedeckt ist. Das ist wie beim Kochen, wo man das Salz einfach in den Topf reingibt, so 2 Prisen, das reicht schon völlig aus. Mhm. Gut, also nicht zu viel, immer mal so ein bisschen, wenn man sieht, das wird da irgendwie alle, dann macht man da vorne wieder ein bisschen mehr rein. Genau, dann gibt man einfach wieder was dazu und Zeit ungefähr jeden zweiten Tag, das reicht vollkommen aus. Okay, muss das irgendwie hell, dunkel, warm, kühl gelagert werden? Gibt es da irgendwie was spezielle also Tipps, sage ich mal? Das ist das Schöne wieder bei den Kindern, also die kann man sowohl im Keller bisschen kühler halten, 15 Grad, den macht man aber auch 25 Grad, die im Moment nicht aus, den muss ich also dann nicht umziehen, sondern die können einfach in ihrem Regal bleiben. Ich würde einfach sagen, Zimmertemperatur ist die passende Temperatur für die Kinder. Also da braucht man keine Angst haben, die sind da wirklich sehr robust, was die Bedingungen da angeht. Okay, gut. Christian, ja, gibt es, oder lass uns mal kurz nochmal das aus folgendem Gesichtspunkt angucken. Diese Futtertiere, ist das eigentlich nur was für Fischzüchter oder auch für normale Aquarianer? Das klingt schon so ein bisschen technisch, aber du hast ja auch gerade erklärt, also das scheint dann vielleicht doch nicht so kompliziert zu sein. Würdest du das normalen Aquarianern auch empfehlen, das in ihren ja, regelmäßigen, sag ich mal, Fischernährungsplan so zu integrieren? Also ich denke, es sollte jeder mal zumindest versucht haben, einfach diese Futtertiere reinzugeben, gucken, wie die Tiere halt reagieren, wie sie das Fressen aufnehmen. Das ist eine ganz interessante Sache und es ist eigentlich für jeden was. Also es einfach mal geben, mal probieren zu dem Flockenfutter oder zu dem Granulat, zu dem Trockenfutter dazugeben. Und gucken, wie es die Tiere annehmen und sich einfach daran erfreuen. Also das kann wirklich, wirklich jeder machen. Perfekt. Christian, gibt es eine Möglichkeit, wenn unsere Hörer irgendwie vielleicht noch eine weitere Frage haben oder, ich weiß nicht, vielleicht dich um einen Zuchtansatz fragen wollen, ich weiß es nicht. Gibt es denn eine Möglichkeit, dich zu erreichen? Ja, also ich habe speziell jetzt keine eigene Seite, wo ich mein Wissen irgendwie niedergeschrieben habe und ins Netz reingestellt habe. Ich bin halt viel in Foren unterwegs. Da kann mein Nick ist da der Fetzi. Unter dem kann man mich ja in den Foren anschreiben oder einfach per E-Mail fetzi@gmx.de. Da kann man mich auch kontaktieren. Und natürlich, wenn jemand von euren Hörern mal einen Zuchtansatz braucht, bin ich gern bereit, da einen abzugeben, das ist überhaupt kein Problem. Wer es versuchen will, dem muss man dann auch unterstützen und sagen, hier, hast du einen Zuchtansatz. Genau, Fetzi schreibt sich V-E-T-Z-I @y? Okay, sorry, mein Fehler. V-E-T-Z-Y und die E-Mail-Adresse war @gmx.de. Schreiben wir aber auch nochmal in die Shownotes rein. Ja, super, das war ein echt spannendes Interview. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren und kannst mich schon mal, weiß ich nicht, auf die Warteliste setzen da für so ein Pröbchen oder so einen Zuchtansatz. Und ich hoffe, damit meine Fische ein bisschen zu verwöhnen. Christian, ja, vielen gerne Dank. Geschehen. Vielen Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg mit deinen Zuchtprojekten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für das
für das Interview. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn der eine oder andere Lust auf die Futtertiere bekommen hat und es dann einfach mal versucht. So, das war das Interview mit Christian Vetter zum Thema Futtertiere. Ich habe noch einen wichtigen Hinweis für dich. So gut Lebendfutter auch sein mag, eine alleinige Ernährung damit ohne eine gezielte Abwechslung kann zu Mangelerscheinungen führen. Bei der Aufzucht von Jungtieren ist Lebendfutter sehr gut, aber vor allem bei älteren Tieren sollte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung geachtet werden. Viele Trockenfuttersorten sind als Hauptfutter geeignet und geben deinen Fischen alles, was diese benötigen. Als normaler Aquarianer kannst du das Lebendfutter am besten als eine Art Leckerbissen zwischendurch anbieten und so auch die Jagdinstinkte deiner Fische ansprechen. Einen ausführlichen Ratgeber zum Thema Ernährung bei Fischen findest du auf MyFish. Den Link dazu sowie Bilder sämtlicher Futtertiere, die Christian genannt hat, findest du in den Shownotes. Diese sind wie immer unter my-fish.org/Episode 118 zu finden. Wie fütterst du deine Tiere? Und gibt es bei dir zwischendrin auch mal Lebendfutter? Konnten wir mit dieser Episode dir das Thema Futtertiere näher bringen? Schreib uns bitte einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte den Podcast bei iTunes. Deine Bewertung hilft, dass dieser Podcast von Menschen wie dir besser gefunden werden kann. Und wir werden dir dafür ewig dankbar sein. Einen direkten Link dazu findest du in den Shownotes. Oder wenn du gerade von unterwegs hörst, einfach das Podcast-Cover antippen oder über das Menü die Episodenbeschreibung aufrufen und dort auf Jetzt bewerten tippen. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.